Grüßt euch, meine Lieben. Hier ist wieder der Andi vom Elsa-Kanal oder beziehungsweise vom Elsa- und Leica-Kanal. Ich bin jetzt hier gerade in den im Allgäu und das wollte ich zum Anlass nehmen, euch einmal etwas ein ernstes Thema euch heute mal zu präsentieren, und zwar krankheitstechnisch. Es geht darum, dass immer mehr Menschen eine Tropenkrankheit mitbringen aus ihrem Urlaub, beispielsweise die Leishmaniose. Leishmaniose, da werden viele von euch sagen, was ist denn das? Das ist eine Krankheit, die für den Menschen wie auch für eure Hunde extrem gefährlich werden kann. Also ich habe jetzt mal ein bisschen so ein Paper mitgebracht, wo ihr dann auch sehen könnt, was das ist. Also Leishmaniose, so schreibt man es. Leishmaniose ist eine weltweit bei Mensch und Tier vorkommende Infektionserkrankung, die durch protozoische Parasiten der Gattung Leishmania erzeugt wird, ist also eine klassische Tropenkrankheit, kommt aber auch, und hier steht es, im Mittelmeerraum vor. So, und ich habe mir das zugezogen letztes Jahr bei unserem Urlaub in Kroatien auf der Insel Korčula. Ich wollte euch eigentlich eine Kroatien-Karte mitbringen, aber die habe ich jetzt leider nicht dabei, aber ihr guckt einfach mal selber, wo Korčula liegt. Das ist also im nördlichen Teil vom südlichen Dalmatien. So, und ich habe also mit dieser Hautleishmaniose wirklich ein halbes Jahr fast rumgedoktert, bis vor das verheilt ist. Kann ich vielleicht mal kurz draufhalten. Jetzt ist es verheilt. Das ist also eine ziemlich üble Wunde. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass man sowas auch manchmal im Gesicht kriegen kann. Ist eigentlich nicht heilbar. Der Körper muss selber damit klarkommen. So, und was ich in diesem Zusammenhang zeigen möchte, ist, dass es eben auch für den Hund gefährlich sein kann. Also hier sieht man auch nochmal, wie das aussehen kann, wie groß das sein kann bei Menschen. Beim Hund ist die Erkrankung meistens tödlich. Kommt also auch beim Haushund vor, also auch beim Jagdhund. Und hier ist es einfach so, immer darauf achten, wenn ihr irgendetwas habt, wo ihr nicht ganz klar sagen könnt, was es ist, geht unbedingt gleich mit eurem Hund, also zum Tierarzt. Also wenn zum Beispiel die Augen tränen, also der Nasenspiegel, eitrige Konjunktivitis oder Hautläsionen beim Hund, also große Fehlstellen, oder wenn er beispielsweise hier viszerale Leishmaniose mit starker Abmagerung, also bitte immer das im Hintergrund haben. Es ist eine extrem gefährliche Krankheit für Mensch und Tier, diese Leishmaniose. Das wollte ich euch heute einfach sagen. Habt es im Blick, und wenn ihr nach Kroatien fahrt, passt auf diese komischen kleinen sogenannten Sandmücken. Das sind nämlich die Überträger. Das wollte ich euch einfach mal weitergeben. Diese Krankheit ist leider auf dem Vormarsch und tritt auch in Deutschland immer häufiger auf. Wenn ihr Fragen dazu habt, einfach unten im Kommentarfeld einfach reinschreiben. Und dann melde ich mich bei euch oder kommentiere das. Ja, das war's für heute aus dem schönen Allgäu. In diesem Sinne, euer Andi. Tschüss.